Ein trauriges Bild im Düsseldorfer Rheinstadion. Man kennt es ja, nur 10.000 Zuschauer verloren sich förmlich in weiten Rund. Der HSV, die Hanseaten der Tabellenzweite, zu erkennen an den dunklen Trikots. Hier angreifend mit Thomas Groth. Und die erste Szene von Manfred Kastel, der Neuzugang aus Fürth, spielte zum ersten Mal von Beginn an für den HSV. Hier haben wir Dieter Brey, den Düsseldorfer Trainer, und die Verlegenheit-Mannschaft der Düsseldorfer. Und sie spielte auch so. Man suchte die Mitspieler, verwirrende Kombinationen, und man hatte sie nicht eingespielt. Hier haben wir Michael Blättel, er spielte zum ersten Mal Libero auf Düsseldorfer Seite. Dean Thomas, Missverständnis, und das nutzt entschlossen Thomas von Hesen. Und dann kommt Miroslav Okonski, hat seinen Auftritt, verwirrende Tricks, und dann wird er zu Boden zu Fall gebracht, gleich von zwei Düsseldorfern, nämlich von Dean Thomas und Andreas Kaiser. Das werden wir in der Wiederholung, glaube ich, sehr deutlich sehen. Schiedsrichter Hans-Peter Delving jedenfalls zögert, wie ich meine, zu Recht. Keine Sekunde, gibt Strafstoß für den HSV. Und dann stehen sie sich gegenüber, sekundenlang, zwei ehemalige Mannschaftskameraden, Kaltz und Kargus. Manfred Kaltz bleibt Sieger, auch wenn Kargus die Ecke ahnte. Der HSV führt programmgemäß, muss man sagen, 1:0 in Düsseldorf nach 13 Minuten. Elmas. Und dann ein beherzter Schuss von Dusent. Ähnlich wie im Pokalspiel gegen Leverkusen, urplötzlich der Ausgleich in Düsseldorf, 1:1. Vorbereitete Treffer durch Andreas Kremers, den wir hier sehen. Und da sah die HSV-Abwehr nicht gut aus. Wir sehen, in aller Ruhe können sich die Düsseldorfer den Ball annehmen. Und dann ist Dusent völlig ungedeckt. Blesser steht fast zwei Schritte von ihm entfernt, 1:1. So kam zum ersten Mal Stimmung in die Bude. Die 10.000 Zuschauer hatten ihre Freude auch an Rudi Kargus. Die langgezogenen Rudi-Rufe, die man ja früher von Bommer kannte, gelten nun dem ehemaligen HSV-Torhüter, der immer besser wird. Thomas Groth, Lessers, häufig mit vorne zu finden. Und dann Manfred Kaltz, diese Flanken kennen wir. Und immer wieder Rudi Kargus, der große Ruhe und Sicherheit ausstrahlt. An ein Wunder glaubten die Düsseldorfer zu diesem Zeitpunkt längst nicht. Der HSV spielte auch in dieser Phase abgeklärt, wenngleich nicht zielstrebig nach vorne. Man hatte nur anderthalb Spitzen, muss man sagen, Gründel und Kastel. Aber die Düsseldorfer, beseelt von dem Ausgleichstreffer, immer besser werden. Foulspiel an Krümpelmann. Hier haben wir Ernst Happel, den Düsseldorfer Trainer. Und dann gab es einen großen Knall. Glaubten die Düsseldorfer, doch Uwe Hain im Tor des HSV mit dem Glück auf seiner Seite. Im Gegenzug wieder die Hamburger. Von Hesen. Aber das Düsseldorfer Spiel wurde besser, das Spielverständnis entwickelte sich immer stärker, harmonischer. Dann diese Szene, wieder Foul an Krümpelmann. Freistoß, und Sie sahen es gerade und hörten es auch, es gab einen Knall. Und der Ball verlor in Sekundenbruchteilen die Luft. Ein neuer Ball musste her. Das geplatzte Leder wurde begutachtet. Rechts sehen Sie Del Haie verletzt. Ansonsten nur 5 Amateure auf der Düsseldorfer Bank. Die Partie indes wurde immer schwungvoller. Wieder Kremers. Und das 2:1 Torschütze. Der Neuzugang aus Dänemark, Henrik Raven Jensen, gespielt 39 Spielminuten. Da haben die Düsseldorfer ein gutes Händchen, ein gutes Gespür entwickelt, als Jensen an den Rhein holten. Er schießt seine Tore, und wie, das sehen Sie hier, wenn gleich Uwe Hain noch mit der Hand am Ball war, da gab es nicht viel zu halten. 2:1, nicht einmal unverdient dieses Ergebnis zu diesem Zeitpunkt. Und die Gastgeber, die Düsseldorfer, setzten nach. Wieder Jensen. Und Kurt Jacobs. Ja, und da hatte Uwe Hain, der für den gesperrten Rudi Stein im Tor des HSV steht, im wahrsten Sinne des Wortes, alle Hände voll zu tun.
Dann riskantes Spiel von Blättel, dieser Treffer zählt nicht, den Preetz da erzielte. Zuvor Fallrückzieher am Mann, sagt Schiedsrichter Hans-Peter Delving, zu Recht. So blieb es nach 45 Minuten beim 2:1. Die Konsequenz von Ernst Happel, er brachte zwei neue Spieler, nämlich Ralf Balzis mit der 12 und Frank Schmöller, Homp und Kastel blieben in der Kabine. Und minutenlang ein einziger Sturmlauf des HSV. Und immer wieder Miroslav Okonski, und das sieht toll aus, was er macht, wenngleich er seine Dribblings ab und an doch ein wenig übertrieb. Inzwischen 55 Minuten absolviert, Manfred Kals verliert den Ball und das Düsseldorfer Spiel. Eingeleitet von Weikel über Dusent. Jensen wartet, steht nicht im Abseits und im Mittelpunkt der HSV-Torhüter Uwe Heim. Lessers mehr am Düsseldorfer Strafraum zu finden in der eigenen Hälfte. Wieder Plessers, ein mächtiger Schuss und eine tollkühne Parade von Rudi Kargus. Katzenhaft, er hat wenig von seinen Reflexen verloren. Einfach klasse, wie er den Ball noch über die Querlatte lenkt. Der fünfte Eckball für den HSV. Wieder Manfred Kals. Vertändelt sich. Dann das Düsseldorfer Aufbauspiel. Nun hat man natürlich Raum auf Düsseldorfer Seite. Jensen. Und er lässt sich auch nicht von Okonski wehren. Und dann will er mit einem gefühlvollen Schlenzer die Vorentscheidung erzwingen. Sie sahen es, liebe Zuschauer. Es fehlten nur wenige Zentimeter. Ralf Balzis, der neue Mann auf Hamburger Seite. Und Weikl, ein vorbildlicher Kapitän. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich diese Verlegenheitsmannschaft aus Düsseldorf längst in die Herzen der Zuschauer gespielt. Kumpelmann. Die Chancen auf Düsseldorfer Seite bei den schnellen Vorstößen häuften sich. Dean Thomas fasst sich ein Herz. Auch hier waren es höchstens 3-4 Zentimeter. Dann Heinz Gründel, der von Wojtowicz über 90 Minuten nahezu völlig abgeschirmt wurde. Dusen. Wojtowicz. Toller Flügelwechsel, das sah jetzt wirklich schon gekonnt aus, was die Düsseldorfer machten. Michael Preetz hatten wir da gerade. Dann wieder Preetz. Ja, und da kann Uwe Heim den Ball nur noch verdutzt hinterher schauen, als Preetz mit links abzieht, das Loch erkannte, die Lücke entschlossen nutzte. 3:1, 78 Minuten gespielt, war das die Vorentscheidung im Rheinstadion? Schauen wir uns den Treffer nochmal an. Glänzend vorbereitet. Rechts läuft Michael Blättel, sorgt für Verwirrung in der HSV-Abwehr. Dadurch in der Mitte tut sich plötzlich das Loch auf und das nutzt Preetz entschlossen. 3:1. Wieder Blättel, der heute als Ersatzlibero eine fabelhafte Partie hinlegte. Vielleicht werden wir ihn in den nächsten Wochen noch häufiger in dieser Position erleben. Gründel, der wie gesagt wirklich kaum zur Geltung kam. Und dann entschlossen das Nachsetzen. Atemlose Stille im Düsseldorfer Rheinstadion, zumindest bei den Anhängern von der Fortuna, der Anschlusstreffer durch Lessers. 81. Minute, 9 Minuten waren noch zu spielen. Sträflich leichtsinnig die Abwehr der Düsseldorfer. Schmöller lässt durch für Lessers. Und da gab es auch für Super Rudi an diesem Tag nicht zu halten. 2:3, also Neuner. Wieder Jensen. Dann Ralf Dusen. Ganz geschickt will er Uwe Heim aussteigen lassen. Der nimmt den Ball in die Hand außerhalb des Strafraums. Das gibt zu Recht die gelbe Karte für Uwe Heim. Zuvor hatten Gründel auf HSV-Seite und Wojtowicz auf Düsseldorfer Seite einmal gelb gesehen. Dann die 92. Minute. Ganz aufregende Szene. Tor für den HSV, ja oder nein? Schiedsrichter Delving
hatte längst abgepfiffen. Der Treffer von Schmöller zählt nicht. Schauen wir, warum. Foulspiel von Jakobs an Blättel oder Weichel. So jedenfalls sagte es mir Hans-Peter Delving nach dem Spiel. Kein Tor. Also, aber die Partie immer noch nicht zu Ende. Weitere Sekunde, in dem Spieler und Anhänger dem Abpfiff entgegenfieberten, dann die Erlösung. Mit 3:2 gewinnt der Tabellenletzte aus Düsseldorf gegen den Zweiten aus Hamburg, letztlich hochverdient. In einer Partie, die es verdient hätte, mehr Zuschauer im Stadion gehabt zu haben. Es folgte der Dank der Spieler bei den treuen Anhängern. Bewegende Momente, die man im Rheinstadion lange nicht mehr erlebt hat. So, und jetzt